Im Studio begrüße ich recht herzlich den ehemaligen Bundestagspräsidenten und Schirmherrn der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich für die Zivilgesellschaft einsetzt, Wolfgang Thierse. Willkommen bei Welt. Das, was wir in der Spontanität erlebt haben, dass ein kleiner Funke genügt, zu solchen Auswirkungen führt, ist das für Sie überraschend? Es ist entsetzlich. Man sieht, es reicht ein Gerücht. Und dann kann man mobilisieren. Es gibt offensichtlich eine Menge Menschen, die nicht mehr an Fakten interessiert sind, sondern die den Anlass suchen, um ihren Hass auf die Straße zu tragen. Mobilisiert über das Internet, durch gut organisierte rechtsextremistische Gruppen. Dann gibt es die unzufriedenen Bürger, die sich über irgendetwas ärgern. Und die haben die Verantwortung, dass sie an etwas teilnehmen, was sich gegen unsere Demokratie und gegen den Rechtsstaat richtet. Herr Thierse, Sie werden nicht der Erste und Einzige sein, dem das möglicherweise in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren aufgefallen ist, dass sich die Tendenz genau in diese Richtung entwickelt. Wenn das so ist, dann ist doch die Frage, warum streitet die Politik zum Beispiel in diesen Tagen über höhere Renten, über die Abschaffung des Soli oder vielleicht doch nicht, oder Steuererhöhungen, um die Renten zu sichern, und hat aber scheinbar die eigene Sprache, die eigene Diskussion nicht bei den Ohren oder an den Ohren der Gesellschaft oder an zumindest denen, die Angst vor Fremden haben? Nein, zunächst einmal ist Demokratie Streit, friedlicher Streit zwischen unterschiedlichen Meinungen. Es ist ja keine Diktatur, wo einer sagt, so geht's lang und alle anderen haben zu folgen. Und die Rente, der Sozialstaat, Arbeitsplätze, das sind die Probleme, die viele Menschen interessieren. Auf der anderen Seite geht es selbstverständlich darum, dass wir Demokraten insgesamt, nicht nur Politik, nicht nur Polizei, nicht nur der Staat, sondern die Bürger insgesamt unsere Demokratie verteidigen, nämlich die Demokratie als Lebensform unserer Freiheit. Und die Freiheit heißt, dass wir friedlich miteinander streiten können und dürfen und dass wir um Mehrheiten kämpfen, aber ohne Gewalt, ohne Hass gegen die anderen. Wie kommt das aber bei den Menschen an, die eben Gewalt suchen, auf die Straße gehen und Deutschland den deutschen Ausländer rausskandieren? Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die da auf die Straße gehen, dass die vor allem arbeitslos sind, dass sie arm sind und so weiter. Das ist sozusagen Mittelschicht. Das sind auch teilweise gut. Woher kommt das, Herr Thierse? Ja, das ist ein langer, langer Prozess. Und dass es vor allem in Sachsen ist, sagt ja nicht, dass alle Sachsen Demokratiefeinde werden. Aber die sächsische CDU, die ewig an der Regierung ist, muss sich selbstkritisch fragen, was haben wir in den vergangenen Jahrzehnten verpasst? Ich war oft genug als Bundestagspräsident und als aktiver Politiker in Sachsen und habe junge Leute besucht, Initiativen, die sich für Demokratie eingesetzt worden sind. Da bin ich von CDU-Politikern als Nestbeschmutzer beschimpft worden. Da gab es eine wirkliche Betriebsblindheit, und das sind die Folgen. Wir müssen aktiv die Demokratie verteidigen, politische Bildung, Rechtsstaat, Verteidigung des Rechtsstaates, aktive Polizei, die das Ihrige tut, eine aktive Justiz, die auch eindeutige und entschiedene und schnelle Urteile fällt. All das gehört dazu. Wenn wir die Situation von Chemnitz sehen, ist das aus Ihrer Sicht eigentlich ein rein ostdeutsches Phänomen oder ein gesamtdeutsches? Es ist kein rein ostdeutsches Phänomen, auch wenn ja unübersehbar sind, dass diese Gewalttaten vor allem eben in Sachsen stattfinden. Dresden, Freital, Heidenau, Bautzen und jetzt eben Chemnitz. Das ist eine beunruhigende Entwicklung, aber man muss wissen, dass die rechtsextremistischen Ideologen zu einem guten Teil aus dem Westen kommen. Dass das Internet eine große Rolle spielt, über Facebook und Twitter werden solche Dinge organisiert. Also es ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, aber da ist es sichtbarer, brutaler und bedrohlicher.